heutigen Sonntag begrüßen wir euch wieder hier in Hiltrup Mitte in der Halle. Wo wir gestern leider rausgeflogen sind, gibt es heute wieder eine kleine Reportage. Wir gucken uns die beiden Halbfinalspiele und das Finalspiel an und zwischendurch gibt es ein bisschen Interviews mit einigen Leuten, die hier hinter den Kulissen was machen. Ja, wir stehen jetzt hier bei Jule. Jule, was ist denn deine Aufgabe bei dem Turnier hier? Ich bin DJ. Du bist DJ. Und was ist die Torminute im Moment? Million Voices von Otto Knows. Sehr gut, dann hören wir das gleich bestimmt auch nochmal wieder. Dann geht's weiter zu Sarah, die kümmert sich um die Fotos. So, da sind wir auch schon, Sarah. Was ist denn deine Aufgabe hier genau? Ja, ich poste heute die Ergebnisse von den Spielen und die Fotos rund um das Turnier auf unsere Facebook-Seite. Das ist sehr schön. Also alle, die sich noch mal informieren wollen, wie das alles beim Turnier gelaufen ist, können da noch mal nachschauen. Und jetzt geht's weiter in die Cafeteria. So, als erstes haben wir hier die fleißige Sandra. Sandra, wie läuft das Geschäft heute so? Alles super. Ganz viel Kundschaft, viel Trinkgeld, viel Umsatz. Sehr gut. Da haben wir eine unserer Verkaufsgenies. Genau. Und Sanna, die steht schon den ganzen Tag über hier. Wie viele Bestellungen habt ihr so pro Stunde? Oh, keine Ahnung, das verändert sich ja immer. Dann gibt es wieder Pausen, dann ist hier wieder ganz viel los und dann zwischendurch denkt man sich auch, jetzt könnte ich auch gut was essen. Das ist nämlich sehr lecker hier. Alles klar, dann sehen wir uns bis zum nächsten Interview. Ja, ich sitze hier jetzt mit zwei Menschen von Gremmendorf. Einmal Nicole, der Spielführerin, und Michael, dem Trainer. Ja, ihr seid gerade ganz überraschend noch weitergekommen, weil Kinderhaus gewonnen hat. Wie fühlt sich das jetzt an? Boah, das ist wie, als ob man das Finale gewonnen hat. Das ist unbeschreiblich, weil ich nicht dran geglaubt habe. Ich habe nicht dran geglaubt und ich war gerade draußen, kam rein und habe nur euren Jubel gehört vom BSV, als Kinderhaus das Tor gemacht hat. Und ich konnte nicht hinsehen. Ich saß zu meiner Freundin da vorne und habe den Kopf echt, ich habe nicht hingeguckt und das war einfach der Hammer. Ja, das war wirklich extrem spannend. Was nehmt ihr euch jetzt noch für den Rest des Turniers vor? Ja, dadurch, dass wir jetzt so viel Glück hatten und auch im Halbfinale sind, wollen wir natürlich das Ding gewinnen. Jetzt stehen wir wieder im Halbfinale, eigentlich ist egal gegen wen. Wir haben jetzt sehr viel Dusel gehabt, aber das baut jetzt die Mädels sicher auf und dann werden wir schon das Ding rocken. Ja, nach so einem wahnsinnig spannenden Spiel sehen wir uns dann zum nächsten Interview wieder. Tschüss! Tschüss! Ja, ich sitze hier mit zwei Spielerinnen von Wacker Mecklenburg, und zwar Uta und Laura, die auch beide früher bei uns gespielt haben. Uta, du musst auch. Ja? Ja, die Zwischenrunde, ihr seid als Erster jetzt weiter. Wie fandest du die Spiele bis jetzt so? Also im Vergleich zur Hallenkreismeisterschaft haben wir uns, denke ich, gesteigert und ja, also wir sind ganz gut aufgetreten. Ich denke, dass wir uns noch ein bisschen steigern können und sollten, und aber sonst ganz zufrieden. Was nehmt ihr euch denn so für den gesamten Spielverlauf jetzt noch vor, für den Turnierverlauf? Ich denke mal taktisch weiter so weiterspielen, clever und alles geben, jeder für jeden als Team, probieren so weit wie möglich zu kommen. Ist das Finale ein Ziel schon von euch? Ja, klar, auf jeden Fall, aber das sollte das Ziel jeder Mannschaft sein bei so einem Turnier, denke ich. Und bis dahin wirst du noch viele Tore schießen? Das wäre super, das nehme ich mir vor, aber letztendlich ist es für die Mannschaft egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele und kommen dann ins Finale. Ja, das war's hierzu und dann sehen wir uns zu den nächsten Interviews. Tschüss! Ja, ich sitze jetzt hier beim VfL Wolbeck, bei Faria und bei Birte. Ja, Birte, wie war denn der bisherige Turnierverlauf so? Ist alles so passiert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Nicht ganz. Dadurch, dass wir gegen Amelsbüren verloren haben, war es natürlich noch mal knapp jetzt am Ende. Gott sei Dank hat Amels gerade gegen Gievenbeck gewonnen und damit sind wir dann glücklicherweise noch als Zweiter in der Gruppe weitergekommen. Genau, und dann geht es für euch jetzt weiter im Turnier. Was nehmt ihr euch noch vor? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir unter die drei kommen, die besten drei. Und wenn wir ein Pokalchen bekommen, würden wir uns natürlich darüber freuen. Ja, dann noch viel Erfolg euch und wir sehen uns beim nächsten Interview. Ja, wir stehen jetzt hier vor der Halle. Ich stehe hier mit zwei Mädels von Amelsbüren, Lisanne und Lisa. Ja, Lisanne, wie war das denn bisher beim Turnier? Hat alles so geklappt, wie euch das vorgestellt hat? Ja, wir haben in der Vorrunde drei Spiele gewonnen, also alle drei, und sind jetzt als Gruppenerster weiter. Und jetzt müssen wir gegen Gremmendorf spielen. Und was nehmt ihr euch da so vor? Ja, wir geben jetzt noch unser Bestes, hoffen, dass es so weiter so läuft. Und wenn es nicht klappt, dann hatten wir trotzdem viel Spaß hier und wir kämpfen jetzt einfach noch. Ja, dann viel Erfolg. Dankeschön. Ja, nach den Statements von den vier Halbfinalisten schauen wir uns jetzt die beiden Halbfinalspiele an und sehen dann das Finale. Ja.
Stadion. Danke. Stadtmeister, was ist das für ein Gefühl? Ja, ich klasse. Also Wollberg war ein echt starker Gegner, aber wir sind froh, dass es am Ende doch geklappt hat. Ja, sehr spannend, aber geil. Ich wollte gerade sagen, ihr habt es ein bisschen spannend gemacht mit dem 9-Meter-Schießen, ne? Ja, was feiert ihr heute noch so? Erstmal jetzt ein Säckchen trinken wahrscheinlich in der Kabine und den Abend ausklingen lassen. Ja, vielleicht fahren wir noch zu einer Spielerin nach Hause und feiern ein bisschen. Aber wir müssen ja morgen auch wieder alle zur Arbeit und zur Schule und deswegen ein bisschen gedämpfter. Ja, dann viel Spaß noch. Tschüssi. Und wir beenden das Ganze mit ein paar Bildern von dem Turnier noch. Each day I live, I want to be a day to give. The best of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart.
I'd live to be the very best. I've wanted it all. No time.